Hallo ihr Süßen, ich hoffe euch geht es gut heute. Ja, irgendwie ist dieser Tag so verflogen. Ich meine, wo ist dieser Tag hin? Ich war heute in der Schule, auf jeden Fall bis 13.10 Uhr. Dann bin ich nach Hause gefahren, dann habe ich was gegessen. Dann habe ich mit meiner Schwester kurz gepuzzelt ein bisschen. Und jetzt ist es schon 5. Like what? Naja, auf jeden Fall hatten wir heute Motto-Tag in der Schule und das Motto war Ladies and Gentlemen, also das fand ich richtig, richtig nice, dass wir dieses Motto gemacht haben, weil voraussichtlich haben wir ja keinen Abi-Ball und so weiter, wegen Garoni, deswegen, ja, fand ich das trotzdem schön, dass wir jetzt so eine Möglichkeit hatten, so Kleider anzuziehen und die Jungs sind, also ganz viele sind im Anzug gekommen. Das fand ich echt nice. Und jetzt haben wir nur noch einen Motto-Tag vor uns. Das ist der Pyjama-Day. Und das wird bestimmt auch richtig chillig am Freitag. Ja, auch wenn der Tag so verflogen ist heute, werde ich jetzt trotzdem noch ein bisschen was erledigen. Also, ja, ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Dann wollte ich noch, Pädagogik und Psychologie muss ich eigentlich gerade nicht weiter lernen. Vielleicht mache ich noch eine Matheaufgabe oder so. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Und ich wollte einen Workout machen und ich wollte noch, ja, das war's. Ja, ich hatte zuerst eine lockere, dann eine feste und jetzt habe ich so eine, also dann hatte ich nochmal eine lockere und jetzt habe ich so eine Invisalign-Schiene, die ich halt nachts tragen muss. Genau. Auf jeden Fall mein Leben lang dann einfach nur ständig auf Reisen sein. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch extrem Fernweh einfach. Ich würde so gerne jetzt einfach los und irgendwas erleben und irgendwie, keine Ahnung, einfach so neuen Input, das fehlt mir total. Mir geht's gut. Ich merke irgendwie die letzten Tage, dass ich voll viel Schlaf brauche, warum auch immer, also keine Ahnung. Ja, ich ignoriere dann immer meinen Wecker oder so. Aber an sich geht's mir gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Abi-Prüfungen. Also ich habe definitiv keine Angst davor. Natürlich werde ich davor wieder sehr nervös sein. Und es wird schon eine Challenge. Aber ich freue mich vor allem, weil es ist dann so, wow, jetzt bin ich fertig. Das freut mich total zu hören, beziehungsweise zu lesen. ja, also ich habe auch mal so nicht so gute Phasen, wo ich nicht so gut drauf bin. Momentan ist halt wieder eine gute Phase und ich versuche mich einfach immer aufs Positive zu konzentrieren. Manchmal fällt mir das auch wirklich sehr schwer, mich nur auf das Positive zu konzentrieren. So, es gibt auch Zeiten, wo man, oder ja, einfach Momente, wo man diese kompletten negativen Emotionen einfach rauslassen muss und Gedanken. Also wo man sich halt einfach mal richtig über alles aus. Das finde ich auch super wichtig, weil das auch irgendwie so ein befreiendes Gefühl dann ist. Aber dass man halt einfach schaut, dass man, zum Beispiel ich schätze es total, dass ich momentan meine Freundin in der Schule sehen kann. Das gibt mir super viel Energie und das freut mich einfach. Und ja, genau. Also ja, da kriege ich direkt ein Lächeln auf dem Gesicht einfach. Und ich meine, ich könnte jetzt auch 5 Dinge aufzählen, die absolut negativ momentan sind. Aber warum? Das wird ja nur meine Laune runterziehen. Deswegen zähle ich lieber 5 tolle Dinge. Wir schreiben nach dem Pfingstferien-Abi. Also ich glaube, ich habe meine erste Abi-Prüfung am 10.06. und meine letzte am 15.06. oder so. Ja. Und dann vielleicht noch in die mündliche, aber I don't think so. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt zum Beispiel eine super schwierige Frage zu beantworten. Aber, und es ist auch eine scheiß Antwort, die ich jetzt gebe, aber so der Gedanke an die Zukunft, der macht mich glücklich. Ich mag momentan alle Workouts von Lilly Sabri oder so heißt die. Die findet man auch auf YouTube und die Workouts sind halt sehr kurz teilweise, aber dafür halt wirklich nice und ich mag es auch lieber, wenn die eher kurz sind, die Workouts.